Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich glaube, das wird jetzt so ein Ritual. Immer wenn ich auf die Idee komme, runter zu nicht den Fahrstuhl zu nehmen, komme ich auf die Idee, ein Video zu machen, was super ist, was mich daran erinnert, Vlogs zu drehen. Ich drehe jetzt aber schon das vierte Video und habe die anderen drei, die ich jetzt vor kurzem gedreht habe, alle noch nicht geschnitten, aber das wird sich morgen ändern. Ich muss heute Vormittag nochmal arbeiten, danach habe ich frei und zwar also heute Nachmittag, Freitag, Samstag, Sonntag und eventuell sogar noch Montag. Eigentlich könnte man wieder in Urlaub fahren, aber nein, nicht schon wieder mit. So, Feierabend. Ich bin jetzt gerade mal rechts rangefahren. Mir ist aufgefallen, jetzt ist gleich eine Sonnenfinsternis. Ich habe keine Ahnung, ob man dafür was mitkriegen wird. Die sollte jetzt anfangen, also auf die Minute oder vor 2 Minuten oder so. Mir kam das schon den ganzen Vormittag irgendwie dunkler vor. Ich meine, klar, wenn man jetzt hier rausguckt, das ist eh übelst überbelichtet. Naja, wenn man jetzt hier rausguckt, ist es eigentlich normal. Boah, meine Fingernägel, ich muss dringend meine Nägel lackieren. Ist es eigentlich normal, hell, aber mir kam es trotzdem irgendwie ein bisschen dunkel vor. Keine Ahnung, aber das ist wahrscheinlich auch nur Einbildung, weil ich weiß, dass es eine Sonnenfinsternis geben soll. Jedenfalls gucke ich jetzt mal, ich fahre jetzt nach Hause und wenn ich da bin, dann sollte der Höhepunkt der Sonnenfinsternis sein. Mal schauen, wie es dann ist. Ja, aber jetzt habe ich Feierabend, das heißt, ich habe jetzt mindestens 3,5 Tage frei. Ziemlich cool und wir haben tatsächlich, ich habe ja vorhin gesagt, wer weiß, was heute noch passiert, keine Ahnung, aber ich habe vorhin einen Anruf gekriegt, das erzähle ich euch alles zu Hause mit Tim zusammen. Wir haben nämlich ganz tolle Neuigkeiten. So, ich bin mittlerweile wieder zu Hause, wie man sieht. Und wir haben gerade festgestellt, dass jetzt ungefähr der Zeitpunkt wäre, wo die Sonnenfinsternis so den Höhepunkt hat. Es ist 37. Es ist gerade dunkel, aber weil da Wolken vor der Sonne sind. Also keine Ahnung, ob das jetzt ohne Wolken auch so dunkel wäre oder nicht. Und ich habe gesagt, wir haben eine ziemlich krasse Neuigkeit. Und die darfst du jetzt verkünden. Oh, mir ist die erste. Eine neue Wohnung. Siehst du, Karl macht sie mal. Ist doch besser, wenn Karl das macht. Wieso weiß er, um was es geht? Ich esse sich einen Zeh? Nein, aber weil wir ihm das gestern so auch verkündet haben. Okay, sehr schön. Danke, Karl. Also, wir werden umziehen zur Abwechslung mal wieder. Jetzt, wo hier gerade alles mal ein Stückchen lang fertig. Nein, nicht alles. Das Licht im Bad war noch nicht fertig. Ich hätte es gemacht, wenn das jetzt nicht so... Ja, also, nein, ja. Wir werden umziehen demnächst in nicht mal einem Monat. Das hat sich jetzt alles so kurzfristig ergeben. Und wir fahren dann nachher gleich den Mietvertrag abholen, damit wir den unterschreiben können. Aber was mache ich mit meinen Haaren? Damit wir den unterschreiben können und dann bringen wir den morgen unterschrieben wieder zurück. Da sparen wir uns den Postweg, es geht alles ein bisschen schneller. Und Karl war bei der Besichtigung nicht mit dabei und da können wir ihm heute zumindest nochmal das Gebäude zeigen. Und ja, genau, haben wir auch noch eine Nachmittagsbeschäftigung. Wunderschönen guten Morgen! Geradeaus auf Rohrteichstraße. Ja. oh, meine Haare. Wir sind gerade erst aufgestanden, haben Karl weggebracht. Ich sehe total... da sehe ich ja noch müde aus. Und werden jetzt den unterschriebenen Mietvertrag zurückbringen, den wir gestern abgeholt haben. Wir haben ja gestern irgendwie nicht mehr weitergefilmt. Ey, ich muss echt meine Haare machen, weil wir zu Hause sind. Ach so? Nee. Ach so, ich habe gedacht, du hast schon nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Nach 200 Metern rechts abbiegen auf Adenauer Allee B6. Wir bringen den Mietvertrag weg und dann haben wir eine endlose To-Do-Liste. Und ja, aber grundsätzlich habe ich heute frei. Also rechts abbiegen auf Adenauer Allee B6. Es ist, du kannst da drauf drücken, cool. Dann labert die nicht. Es ist einfach nur so viel zu tun für die Uni und jetzt wegen dem Umzug muss ich 1000 Anrufe erledigen und so. Genau, und da wollen wir euch ja nochmal mitnehmen. Ich muss aber wirklich, bevor ich das nächste Mal irgendwas filmen muss, erstmal meine Haare machen. Mittlerweile ist es Nachmittag. Wir haben unseren Mietvertrag schon in unterschrieben zurückbekommen. Also, das wurde in dem Immobilienbüro gleich alles erledigt. IKEA! Genau, und wir fahren jetzt zu IKEA, müssen nur eben noch schnell tanken, weil mit 33 Kilometer Restreichweite
Also klar würden wir damit noch easy zum Ikea kommen, weil dann sind ja trotzdem nochmal 100 Kilometer plus. Das Ding hat ja immer noch E-Motoren, also wir wären bestimmt angekommen, aber na gut, tanken wir lieber jetzt für 1,59 den Liter, ganz normal super. Genau, wir fahren jetzt zu Ikea und holen schon mal ein paar Sachen für die neue Wohnung. Wir kriegen nämlich nächste Woche Donnerstag oder Freitag schon den Schlüssel. Also wir intelligenten Menschen fahren natürlich immer ohne Navi, weil wir wissen, wo es lang geht. Und ja, bis zum Ikea ist Stau. Wir sind gerade auf die A9 gefahren und hier steht es einfach komplett. Also wir fahren gerade, aber wir sind ja noch auf Einfädelungsstreifen und nehmen uns auch noch einen Einfädelungsstreifen. Also es ist irgendwie ziemlich uncool und wir werden jetzt wahrscheinlich den ganzen Tag hier verbringen. Und beim Abholen von Karl, na, da hat der Tagesvater noch gesagt, ja, also wenn es heißt, es geht zu Ikea, dann kann man den ganzen Tag einplanen. Und wie ist es? Es ist so. Obwohl wir nur 3 Sachen holen wollen. Nee, sind schon mehr als 3. Wir fahren aber relativ spät, ne? Ja, aber dadurch, dass wir jetzt hier noch 10 Stunden im Stau stehen, deswegen. Wie diesen Hammer trinken? Wir haben es geschafft. Wir waren von 15.52 bis 16.34. Naja, 16.34 wären jetzt abgefahren, aber es war auf jeden Fall noch ein bisschen stockend. Aber auf jeden Fall standen wir lang genug im Stau. Wir sind jetzt bei Ikea und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Ikea sehr voll sein wird und man anstehen muss, weil die ja trotzdem nur eine begrenzte Anzahl reinlassen dürfen. Ich mag Ikea. Was? Was? Ich mag Ikea. Ich mag Ikea auch. Es hat seit einer Woche. Geld bezahlen. Das ist dein Problem. Das Geld. Erstens ist Ikea voll günstig. Und zweitens wollte ich sagen, dass Ikea seit einer Woche regulär geöffnet hat. Also der größte Ansturm. Ich will es nicht ganz sicher einschätzen. Wir sind alle fertig mit Arbeiten. Ja, eben. Wir stürzen uns mal ins Vergnügen und. Haben wir nicht gehört. Und. Ja, gucken mal, ob wir alles kriegen. Aber alles, bei allem stand da, dass es verfügbar ist. Von daher dürfte das ja wohl. Parkplatz sieht voll aus. Naja. Hä, hier vorne gar nicht. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der Tag, an dem wir die Schlüssel für unsere neue Wohnung kriegen und euch dann auch gleich die neue Wohnung zeigen. Es dauert aber noch ein Stück. Es ist jetzt früh morgens. Ich bin, naja, noch nicht so lange wach. Und ich habe jetzt erstmal noch ein bisschen was zu tun für die Uni. Ich arbeite nämlich an einem richtig coolen Projekt. Und ich wollte mal fragen, ich habe ja schon mal ein Video hochgeladen, also ein Uni-Projekt. Ich kann das auch, wenn ich dran denke, verlinken. Und ich wollte fragen, ob ihr Bock habt, dass ich einfach so zwischen meinem, ich sag mal, dem Content, den ich eigentlich so für meinen Kanal mache, so Vlogs und sowas, wenn ich dazwischen Uni-Projekte hochlade, ob ihr da Bock drauf habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Genau. Und es wurde gefragt unter einem der letzten Videos, ob ich meine Tattoos denn mal zeigen kann, weil ich hatte ja gevloggt, als wir zum Tätowierer gefahren sind und so. Und was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ich blende euch jetzt mal meine letzten beiden Tattoos ein. Also das eine habe ich halt da bekommen, als ich den Vlog gemacht habe. Das ist noch gar nicht so lange her. Und das andere habe ich auch nur einen Monat vorher oder so bekommen. Also das sind jetzt meine zwei neuesten. Ich habe jetzt erstmal keine konkreten weiteren Pläne. Klar, 1000 Ideen und so, aber halt noch keinen neuen Termin oder sowas. Mal sehen, wann das weitergeht. Aber genau, jetzt habt ihr die auch mal gesehen. So, wir stehen, wie ihr vielleicht sehen könnt, weil hier ist einfach nichts in unserer neuen Wohnung. Wir haben den Schlüssel gekriegt. Und freuen uns, glaube ich, ziemlich. Ein bisschen. ja, ich würde eben mal kurz rumgehen, euch das zeigen. Es ist im Moment, wir müssen bloß übelst aufpassen wegen den ganzen offenen Fenstern und so. Wie zum Beispiel da, aber da sieht man eh nichts. Ich stehe vor der Eingangstür. Ich muss die Kamera gleich umdrehen und dann zeige ich euch alles. Also, wenn man hier reinkommt, dann kann man in alle möglichen Richtungen gehen. Wir gehen als erstes hier hin, dass das Kinderzimmer nehmen vielleicht sehen kann. Ja, Karl hat hier auf jeden Fall schon sein Zeug ausgekippt. Wir haben die Kinderküche nämlich schon im Auto, dass er dann hier, immer wenn wir hier sind und irgendwie was einräumt und so und irgendwas machen, dass er dann was zu spielen hat. Genau, dann geht es weiter ins Schlafzimmer. Da müssen wir mal gucken. Wir haben ein riesengroßes Fenster
was in der Tür ist, gefühlt. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Hier ist auf jeden Fall der Flur, das kann ich auch zeigen. Hinten ist so eine kleine Ecke. Wie kommt er an das Spiel? Hast du ihm das gegeben? Ja, ach so. Seine Liste offenbar, okay. Wenn er hier ist so eine kleine Ecke. Da gucken wir mal, wir müssen erstmal alles auslassen, bevor wir sagen können, was wohin kommt. Wie gesagt, sind wir jetzt hier im Flur, da kann man ins Bad. Und habe ich schon gesagt, wir haben endlich einen Waschmaschinenanschluss. Allerdings müssen wir noch ablassen, ob die Sinnesmaschine da reingeht. Genau. Ein neues Klo, ein neues Waschbecken, eine neue Badewanne, neue Duschbrause. Ja, das ist jetzt halt nicht so spektakulär. Wir haben auf jeden Fall schon Klopapier gekauft und eine Seife. Wenn sich hier gerade jemand beschwert hat. Ich bin nicht beschwert, ich habe mich nur gewundert, dass es so eine Seife ist. Okay. Ja, das war mir klar. Deswegen habe ich es auch gemacht. Dann sind wir hier im Wohn- und Esszimmer. Wie gesagt, ich kann euch jetzt nicht viel zeigen hier draußen. Naja, doch. So viel kann ich zeigen. Hier draußen ist ein Balkon, der sieht jetzt sehr schmal aus, der ist riesig. Ich finde den voll gut. Ja, hier ist auf jeden Fall schön viel Platz. Und dann kommen wir noch in die Küche. Die ist halt eine längere Küche. Auf jeden Fall ist sie ungefähr mindestens doppelt so groß wie unsere bisherige Küche. Die Türen sind voll hässlich, aber das ist in Ordnung. Dafür haben wir, habe ich das schon gezeigt, zwischen Küche und Wohnzimmer und zwischen Wohnzimmer schon einfach Fenster. Hätte ich noch nie gesehen. Und was tut denn noch Oma so ein bisschen? Na, bei meiner Oma ist es eine Durchreiche. Das ist eine Durchreiche, ja. Aber das sind Fenster, die kannst du nicht aufmachen, nicht zumachen, nichts. Sind einfach nur Fenster. Wir gucken mal, was wir jetzt noch so anstellen und dann. Achso, kann ich eigentlich das Video an der Stelle auch beenden? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt nicht so böse. Ja. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ja, hallo, ich bin übrigens auch dabei. Was willst du von mir? Was ist wirklich angefangen, als ob ich noch nicht hallo gesagt habe. Hey, du hast es doch heute schon angefangen, wo Nein, ich noch nicht da war. Nein, das haben wir letzte Woche angefangen, als Karl da so beim Essen reingerufen hat, dass wir eine neue Wohnung haben. Ach, das ist das? Da hast du ja ein komplett Neues gemacht. Ich muss so viel rausschneiden, weil du immer dazwischen laberst. Was ist mir egal? Jetzt bin ich raus. Also, ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Es wird jetzt dann Umzugsvlogs geben, Einpackvlogs, was weiß ich. Und dann werde Stress ich auf jeden Fall. Nein, das ist Spaß. Das macht Spaß. Ich bin eh nicht da. Und dann werdet ihr sehen, wie wir es uns hier ganz schön machen. Und ja. Was? Hey, was denn? Ja, nix. Okay. Ja, ich freue mich einfach nur über die Wohnung. Ich mich auch. Dann bis zum nächsten Video.